Und damit willkommen zu Mario Bros. Nicht zu verwechseln mit Super Mario Bros., was auf der gleichen Konsole erschienen ist, ein paar Jahre später. Das hier, Mario Bros., ist, wir spielen die NES-Version. Das kam damals auf den Arcades raus. Und genauso wie Donkey Kong. Donkey Kong war tatsächlich der Vorgängerspiel zu diesem Spiel hier. Donkey Kong hat man ja auch als Mario gespielt, der hieß aber damals noch Jumpman. Ab diesem Spiel hier heißt er auch Mario mit seinem Bruder, also Bros, ne? Mit seinem Bruder Luigi, der auch zum allerersten Mal hier vorkam. Ich glaube, das Spiel kam sogar noch vor Donkey Kong Jr. raus, was ja eigentlich der Nachfolger ist zu Donkey Kong. Ja, ich erzähle noch ein bisschen was zu dem Spiel, während wir einfach zocken. Vor allem hören wir Mozart-Musik. Was zur Hölle geht hier ab? Ja, Spiel ist super alt. Und ich meine, schaut euch mal die Sprites an von Mario und Koopas. Ja, was machen wir eigentlich in diesem Spiel? Wo sind die Blöcke? Wo sind die Toads? Wo sind die Gegner? Okay, Gegner sehen wir ja schon. Aber, ja, Mario und Luigi wurden beauftragt, in der New Yorker Kanalisation das ganze Ungeziefer zu vernichten. Genau, wir haben auch einen Powerblock, wenn ich da drauf trete oder drauf springe. Dann kippen alle Gegner um und ihr seht ja auch schon, wie ich mich hier ranwage. Man muss einmal von unten auf die Gegner draufspringen, also von unten nach oben so. Dann kippen sie um und dann sind sie Geschichte, dann sind sie BAM kaputt. Und euch ist vielleicht auch aufgefallen, dass wenn nur noch ein Gegner Leben übrig ist, dass er dann auf einmal so richtig Super Saiyan-mäßig stark wird. Da müssen wir dann immer aufpassen, weil die doppelt so schnell sind, gefühlt. Ah ja, und es gibt noch Bonuslevel. Da muss man dann so schnell wie möglich alle Münzen einsammeln im Level. Ich sollte es drauf haben. Ihr müsst halt wissen, dieses Spiel gibt es in gefühlt jedem Mario-Game. Also nicht mehr, aber früher war das einfach gängig, dass das in fast jedem Mario-Spiel gebundelt wurde. Zum Beispiel in den Mario Advance-Teilen war es sehr oft drin. Ne? Ich meine, gut, Mario, dieses komische Spice. Oh ja, genau, jetzt gibt es Krabben. Man muss die zweimal angreifen. Beim ersten Mal, wenn sie so aggressiv und wenn schneller, so, was soll das denn? Ich muss mir eine Krabbe verkaufen. Und beim zweiten Mal sind sie dann wirklich auch besiegt. Damit sie kann man auch von unten angreifen. Oder, ne? Anspringen. Ja, das ist ein Highscore-Spiel. Das ist ja auch ein Arcade-Spiel eigentlich mal gewesen. Jetzt ist es halt ein NES-Port hier, was wir hier spielen. Also, man hat auch jetzt nicht wirklich irgendwas davon. Oh, ja, man sieht, die Engine. Ja. Man sieht, die Engine ist ein bisschen von Ice Climbers so ähnlich. Bei Ice Climbers war es ja auch so, dass man manchmal einfach durch die Blöcke durchgefallen ist. Das ist halt eine sehr alte und komische Engine, muss man einfach dazu sagen. Oh, Hilfe, hier haben wir einen grünen Feuerball. Es gibt auch noch einen roten, den werden wir bestimmt auch noch gleich sehen. Ja, genau, da oben ist er. Die spawnen eigentlich meistens da, wo man sich gerade aufhält. Ah! Ah, da hat er mich bekommen. So, jetzt ganz schnell weg von da, wo man spawnt, weil... Ja, da seht ihr schon meine Köpfe. Das ist mein Leben, die gehen einfach weg. Ja, weil es gibt keine Invincibility Frames. Wenn man da oben getroffen wird, dann ist man einfach tot direkt. Da lohnt es sich ja nicht, stehen zu bleiben. Ja, ich habe, wie gesagt, schon sehr viel dieses Spiel gespielt. Nicht unbedingt den NES-Teil. Größtenteils eigentlich die Game Boy Advance-Version. Aber auch die NES-Version habe ich schon sehr viel und sehr oft gezockt. Also, wie gesagt, ist einfach ein Klassiker. Wer es noch nicht gespielt hat, hat wirklich was verpasst. Na, obwohl. Ich meine, Donkey Kong Arcade hat ja auch gefühlt jeder schon mal gespielt. Gab es auch in super vielen Games gebundelt. Gott. Genau, wenn ich die Gegner nämlich zu lange umgedreht lasse, irgendwann stehen die von alleine wieder auf und werden es an dieser Super Saiyan-Version. Also, dass diese Version, die. Wo seine letzte Gegner auf dem Bildschirm sind. Oh! Rübergeklickt auf die andere Seite. Bam! Ja, wir spielen so lange, bis ich down bin. Phase 6. Jetzt sieht auch alles anders aus. Jetzt kommt Fliegen! Bei denen ist das so, die können nur attackiert werden, wenn sie gerade auf dem Boden stehen. Manchmal fliegen sie ja, wie wir sehen können. Sie ja fliegen. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Denn die springen auch so komisch. Das kann einen schon manchmal verwirren. Aber eigentlich sind die Krabben meiner Meinung nach die schlimmsten. Ja, ich glaube, das waren auch schon alle Gegnerarten. Koopas, Krabben, Fliegen. Ah, es kommt noch was. Auf uns zu später. Verdammt. Jetzt habe ich noch ein Leben, ne? Es ist einfach die Steuerung. So, man fällt einfach so komisch.
Ich kann doch nicht normal fallen. Ah. Da. Sei leise. Ist das der letzte Gegner? Oh, das ist jetzt aber nicht verwandelt, oder? Ich hab's nicht gemerkt. Ich weiß es auch nicht. Ja, Phasen geht's bis 99. Dann reset es wieder bei 0 und dann bei 1. Also man kann so lange spielen, wie man will. Das Ziel des Spiels ist einfach nur einen hohen Highscore zu sammeln. Ist einfach nur Spaß haben. Einfach nur mindlessly zocken und Spaß haben. Okay, was heißt mindlessly halt? Dann derzeit wird das Spiel schon relativ schwer, da muss man sich schon konzentrieren. Aber ich mag das einfach. Das ist so super simpel, so Game & Watch simpel einfach. Und ich liebe das. Keine Ahnung. I just like it. Dude. Ich werde wahrscheinlich zwei Durchgänge machen in diesem Video, weil der erste jetzt schon nicht so gut ist. Es ist nicht unbedingt der erste Versuch, wo ich es versuche, das Video hier aufzunehmen. Wow. Mann. Ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen, das ist das große Problem. Oh, jetzt haben wir Eis. Ich glaube, Eis muss ich nicht erklären, das ist komplett offensichtlich. Stimmt, wenn ich schon fast down bin, dann sollte ich vielleicht mal... Oh, jetzt habe ich eine komische Route. Sollte ich vielleicht mal den Powerblock euch zeigen, den habe ich noch gar nicht benutzt. Ja, ich habe nämlich oben gar keine Köpfe mehr. Das ist beim nächsten Mal bin ich down. Ich meine, es gibt One-Ups, ich weiß aber nicht mehr, wie man die bekommt. Vielleicht ab einer bestimmten Punktezahl. Ja, auf jeden Fall, ich würde den Powerblock eigentlich aufsparen. Ich glaube, manchmal resettet er sich. Weiß nicht, ob nach einem Bonus-Level oder auch nach allen 10 Leveln oder sowas. Irgendwann resettet sich auf jeden Fall. So, nehmen die Münze mit. Die gibt schon viele Punkte, die wir brauchen, falls wir... da ist ein Gegner. Wenn wir den nicht besiegen, wird er irgendwann die Ebene einfrieren. Und ja, rutschiger Boden, das ist natürlich richtig kacke. Wollen wir nicht. Das will niemand. Oh, jetzt haben wir zwei Gegner. Hilfe! Der kann auch killen. Ja, es ist ja halt Eisboden, ne? Das macht's mir halt schwieriger. Ja, ist ein endloser Zyklus. Irgendwann sind alle down. Oh, oh Gott. Oh Gott! Als Kind habe ich übrigens immer gedacht, dass dieser grüne Feuerball, weil es gibt ja schon einen roten Feuerball, habe ich mir gedacht, der grüne Feuerball ist irgendwie so ein Furz oder so. Und deshalb stirbt da Mario, weil es so bestialisch stinkt, wenn er ihn berührt. Ich weiß auch nicht. Habe ich als Kind einfach gedacht. Wollte ich mal kurz erzählt haben. Fragt mich nicht. Und Mr. Krabs muss ausgeschaltet werden. Money. Ja, Nintendo hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Money mit dieser Version gemacht. Vor allem auch mit der Arcade-Version. Ne, der Sinn hinter dieser Arcade-Games war ja einfach, Geld aus den Taschen der Kinder zu ziehen. Ich meine, ist ja heutzutage macht das in der Spiele, aber... naja, egal. Ah, das war knapp. Ah, komm. Ich kann auch wieder zurückschubsen. Das heißt, wenn ich da einmal umgedreht habe, aber dann nochmal anschubsen wie jetzt. Ah, nee. Das ist nicht passiert. Ah, weg. Grün? Der wird dann grün? Das ist auch zum ersten Mal. Interessant. Ich dachte immer, der wird dann direkt blau. Und grün dann erst als zum dritten Mal oder sowas. Nope. Aufpassen. Der Gegner macht mir gerade Probleme. Mit zu viel Eis. Ja, wenn man zu lange auf einer Ebene von diesen drei, sag ich jetzt mal, stehen bleibt, dann spawnen immer öfter die Feuerbälle in der Reihe. Krieg ich gerade auf. Ja, und dann muss man nochmal komplett von vorne spielen. So, jetzt versuche ich aber mal viel, viel besser zu spielen, ne? Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Goombas waren die allerersten Mario-Gegner. Völliger Quatsch, ihr seht ja, Koopas sind die eigentlichen ersten Mario-Gegner. Und King Koopa, also Bowser, wie der bei uns heißt, bei denen in Japan heißt es tatsächlich einfach nur King Koopa. Auch bis heute noch, tatsächlich. Ja, wie auch immer, wurde einfach nur gemacht als so ein großer Endboss-Gegner für die Koopas. Und dann später kamen die Goombas dazu. Keine Ahnung, ich sehe tatsächlich auch immer die Goombas so als den ersten Mario. Wenn ich an einen Mario-Gegner denke, denke ich als allererstes an einen Goomba. Das ist auch der erste Gegner, der man gefühlt jedem Mario-Spiel sieht. Nicht jedem, aber so gefühlt jedem. Und ja, da fährt man manchmal durch den Boden. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber das Spiel hat schon so ähnliche Physics wie Ice Climbers. Deshalb ist alles so ein bisschen clunky und alles. Ah, Münzen. Ich war doch auf der anderen Münze da. Ich komm gerade. Komm her. Ja. Komm schneller. So, jetzt BAM! Nein! Manchmal kann man die auch so an der Edge schon killen, die Gegner. Leider habe ich es jetzt verkackt. Jetzt! So.
Ja, Musik hat gar, spielt gar keine Musik. Nur so ein paar kleine Soundeffekte. Oder halt so eine Musik. Aber ob das wirklich Musik ist, ob das so als Musik zählt, weiß ich jetzt nicht. Ganz schnell springen. Aber keine Ahnung, ich finde das Spiel einfach super nostalgisch, super retro. Und sowas liebe ich einfach. Genau die Version habe ich zwar, wie gesagt, als Kind nie gespielt, aber trotzdem ist es nostalgisch für mich, weil es ja mehr oder weniger das gleiche Spiel ist. Nur, naja, mehr in Retro-Stil. Meine Taktik in diesem Spiel ist eigentlich immer, in der zweiten Ebene zu bleiben. Also ich sag mal, hier, wo ich gerade stehe, ist die oberste Ebene, hier mittlerste, unten und ganz unten ist man eigentlich wirklich nur, wenn man ganz mal abhauen muss oder so. Da ist man eigentlich fast nie. Ja, man braucht immer Anlauf. Man braucht in diesem Spiel super oft Anlauf, weil sonst kriegst du gar nichts hin mit den Sprüngen. Ey, war das jetzt knapp, du. Wow! Okay, ich muss schnell abhauen. Bam! Auf die andere Seite gekickt! Bam! Yeah! So, komm her, Krabi, Krabi. Auch lustig, dass man Krabben und Fliegen, weil es sind ja einfach nur ganz normale Krabben und ganz normale Fliegen, mehr oder weniger, dass man die auch nie wieder gesehen hat, oder? Zumindest. Kann ich mal mich da jetzt nicht dran erinnern? Du, du, Double Kill. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man Leben bekommt. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, man kriegt Leben, wenn man genug Münzen und generell Punkte gesammelt hat. Und Punkte, Münzen geben ja Punkte, also immer schön die Münzen einsammeln. Irgendwann habt ihr dann genug. Ich überlege, ich überlege. Aber tatsächlich... Ah, jetzt habe ich ihn wieder umgedreht. Jetzt habe ich ihn wieder umgedreht, was soll das? Ah, tatsächlich gibt es irgendwie nicht mehr wirklich viel zu diesem Spiel zu sagen. Ich weiß, in dem Mario-Film wurde das Spiel kurz gereferenced. Aber ja, ich glaube, jeder von euch ist froh, dass Mario da nicht mehr in so einem... Ja, in so einem Gebiet hier ist, schwarzer Hintergrund und einfach nur diese komischen Plattformen, sondern dass Mario dann zum Jump'n'Run Master wurde und die Videospielbranche für immer verändert hat. Ich würde mal behaupten, im positiven Sinne. Also ich zumindest mag Jump'n'Runs und vor allem auch die Mario Jump'n'Runs. Jetzt, wo ich es aufnehme, kommt ja auch bald Mario Wonder raus. Da bin ich dann auch sehr gespannt, wie das nochmal alles innovativ verändern wird. So. Aber ja, wir müssen uns mal die Anfänge von jedem Helden, sag ich mal, anschauen. Das hier sind halt die Anfänge von Mario. Super Mario Bros. War nicht der Anfang, sondern eher Mario Bros. Also klar, wie man es halt sehen will, ne? Ich mache dabei auch noch ein Video zu. Es ist ein ganz heikles Thema. Aber ja, was soll ich sagen? Ich will sagen, dass ich hier einen Mist baue. Das mache ich hier, das muss ich sagen. Ja, warte mal. Zack, jetzt wegrennen. Aufpassen. Ich muss erstmal warten, bis sie in die Röhre gehen, weil sonst können die einen trotzdem noch erwischen. Oh Gott. Das ist ja Oberspiel. Das ist einfach lustig hier. Gibt's auch kostenlos auf NSO. Also ist das nicht online. Ansonsten spielt einfach die GBA-Version, falls ihr irgendein Mario Advance-Spiel auf dem GBA habt. Weiß nicht, gab's damals auch noch auf Wii, Wii und... Bin tot. Ja, nicht mit dem Tod. Oh. Ah, solange ich auf der Plattform stehen bleibe. Ey, das lasse ich aber nicht zählen, du. Das finde ich jetzt aber unfair. Nö. Da spule ich zurück wie ein Cheater. Ja, ich finde es einfach richtig dumm gemacht, dass man keine Invincibility-Time hat, wenn man da oben so gespawnt wird. Das ist ein richtiger Spawnpunkt. Warum spawnt man nicht unten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Spiel hat auch Multiplayer, aber... Wer will mit mir die NES-Version spielen, wenn es die GBA-Version gibt? Wer will das schon? Ich bin zwar selber nie mit einem NES aufgewachsen, aber viele NES-Spiele finde ich persönlich sehr, sehr geil, bis heute noch. Also so ein Spiel wie Super Mario Bros. Spiele ich heute immer noch. Wirklich timeless. Auch so Gameboy-Spiele wie Mario Land und vor allem Super Mario Land 2. Aber halt auch Mario Land 1, aber Mario Land 2 finde ich aber besser. Auf jeden Fall.
super viele der alten Games und vor allem auch Mario Games sind einfach bis heute immer noch geil. Die kann man immer noch zocken. Deshalb bin ich auch froh, dass es die auf NSO gibt. Damit ich sie einfach der neuesten Konsole zumindest. Standpunkt. Jetzt 2023. Immer noch zocken kann. Bam, bam. So, ich weiß übrigens nicht, was mein Highscore war. Ich glaube, mein Highscore war irgendwas mit Phase 22 oder so um den Dreh. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube ungefähr. Könnt mir ja mal in den Kommentaren da lassen, was euer Highscore damals war. Egal jetzt, ob die GBA-Version oder sonst irgendeine Version. Weiß nicht, was mein Hassgegner ist. Wahrscheinlich die Krabben. Ich mag die einfach nicht. Die sind mir einfach zu schwierig. Oh Gott. Ja, das kann ein Problem werden. Oh, ihr seht ja, wie ich rutsche. So wie ich ein klein bisschen mich bewegt. Aber jetzt wieder mal gesehen, wie nice doch die Engine ist. Was? Nein, eben nicht. So ein Blödsinn passiert nur in der NES-Version. Boah, wie mich das nicht getroffen hat. Oh mein Gott. Ja, das ist nicht so schlimm. Okay, jetzt wird's schlimm. Ah, da kommt auf der anderen Seite. Ah, Mist. Okay. Oh Gott. Schwinde. Den krieg ich jetzt, den krieg ich jetzt. Bam! Jetzt, jetzt, jetzt. Yes! Wenn's an mir ginge, würde ich eigentlich noch gerne bis Phase 15 machen. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt mal den Powerblock. Kann man dreimal benutzen. Ich benutze eigentlich fast nie, weil ich mir denke, ich muss ihn aufsparen, aber dann meistens benutze ich den einfach komplett gar nicht. Und das ist eigentlich ziemlich dumm. Den sollte man schon noch benutzen. Am besten dann, wenn man gerade in der Bredouille ist und man sich denkt, oh, wenn ich ihn jetzt nicht benutze, wird es ein bisschen schwierig, die umzukippen. Die Gegner, was zum Teufel? Wieso dreht er sich einfach mal um? Ey, da wollte ich unbedingt noch mal in den Hintern pieksen, ne? Ja, ja, schon verstanden. So, passt auf. Bam und Bam! Vielleicht können wir auch gleich sehen, wann die Popper gespawnt. Jetzt ist er erstmal weg. Wie gesagt, entweder nach Bonus-Game oder nach einem Highscore. Irgendwie eine Punktezahl erreicht oder alle 10 Level oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt noch so lange überlebe. Weil ich habe ja jetzt eigentlich nur noch ein Leben. Wenn ich jetzt einmal gepikst werde von den Krabben, dann bin ich eigentlich tot. Dann war es das für mich. Da kann Mario Bye-Bye sagen. Das war's nämlich dann für ihn. Okay. Oh Gott. Das ist ein sehr schlechter Ort für mich, jetzt rumzustehen. Ach komm, ey, das... Da habt ihr das gesehen? Naja, Leute, was haltet ihr von dem Spiel? Ich find's bis heute immer noch geil. Ich weiß nicht, meine beste Runde. Aber ich wollte es einfach mal wieder gezockt haben. Vor allem auch, weil ich das Ziel habe, jedes einzelne Mario-Spiel, vielleicht jedes einzelne Mario-Spiel nochmal hier durchzukauen. Ja, wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Arcade-Spiel oder vielleicht auch Super Mario Bros. Wer weiß, mal sehen. Bis dann und ciao.